Herchenhain macht sich startklar für die Skisaison. Heute werden die Bügel für den Skilift aufgehängt und das, obwohl noch keine Schneeflocke in Sicht ist. Aber für Liftbetreiber fängt die Arbeit eben lange vor dem ersten Schnee an. Es ist nicht nur, dass man im Winter hier steht und ein paar Karten verkauft und ein bisschen Spaß hat, es ist tatsächlich auch Arbeit. Also das ganze Jahr über im Prinzip. Haben wir noch einen Splint? Seit 3 Jahren machen diese Arbeit die Mitglieder des Herchenhainer Skiclubs. Der ehemalige Betreiber wollte den Lift eigentlich abbauen. Aber so leicht lässt man sich hier im Vogelsberg nicht den Skispaß nehmen. Es standen größere Investitionen an. Also das Seil hätte ausgetauscht werden müssen. Das liegt im Bereich von 10.000 bis 15.000 Euro. Und die wollte von der ehemaligen Betreiberfirma nicht mehr übernommen werden, weil es nicht rentabel ist. Und für uns Herchenhainer war aber klar, dass wir den Skilift um jeden Preis erhalten müssen. Und deswegen haben wir uns in der Sache engagiert, haben einen Verein gegründet, haben da Fördermöglichkeiten aufgetan und haben das letztendlich gemacht. Für einen symbolischen Euro kaufte der Verein den Lift und klotzte dann richtig ran. 50.000 Euro kostete es, den Lift für die Zukunft fit zu machen. Und fast ein Jahr lang harte Arbeit, ehrenamtlich. Dann 2017/18 die erste Skisaison. Der Verein hat da schon mehr als 260 Mitglieder. Mit ihren Beiträgen erhalten sie das Mini-Skigebiet auf der Herchenhainer Höhe. Für die Vereinsgründer ein riesiger Erfolg. Die Erleichterung ist wunderbar. Also wir sind wirklich froh, dass das so funktioniert. Wir hätten auch nicht gedacht, dass der Ansturm so groß ist. Ich habe hier das Skifahren gelernt, mein Vater hat es hier gelernt und ich habe es meinem Sohn hier beigebracht. Also da hängt ein sehr hoher emotionaler Wert dran. Skifahren hat hier eben Tradition. Schon in den 60er Jahren reisten Skigäste aus dem Rhein-Main-Gebiet nach Herchenhain. Den Lift gibt es seit 1968. Vorher stand er schon in den Alpen. Nach Herchenhain kam er also gebraucht. Klar, dass da heute mal das ein oder andere Teil ausgetauscht werden muss. Die Mutter ist kaputt. Die geht noch ein-, zweimal zu und dann ist fertig. Dann ist er rund gedreht. Also einmal wechseln, bitte. Mittlerweile hat der Verein 300 Mitglieder und die anfängliche Euphorie hat noch nicht nachgelassen, auch wenn es manchmal mehr Arbeit ist als erwartet. Den Moment gibt es immer mal wieder, gerade wenn größere Aufgaben anstehen oder größere Sachen zu reparieren sind. Aber im Prinzip halten wir da doch schön zusammen und lösen dann die Probleme einfach. Und mittlerweile löst der Skiclub auch anderswo Probleme. Die Gemeinde forstet auf und hat die Vereine um Mithilfe gebeten. Klar, dass da auch der Skiclub mit anpackt. Sogar aus dem mehr als 30 Kilometer entfernten Obermockstadt sind Mitglieder angereist. Ja, das haben wir eigentlich, habe ich meinen Eltern zu verdanken, weil die früher mit uns hier hochgefahren sind. Meine Oma ist von Gedern, auch einen Katzensprung nur entfernt. Und wir sind früher hier Ski gefahren. Und natürlich jetzt, wo der Skiclub den Lift übernommen hat und versuchen wir uns jetzt hier auch mit einzubringen. Zu wenige Helfer gibt es also nicht, gerade wenn es dann wirklich ans Skifahren geht. Es macht auch jedem Spaß zu helfen, das ist das Wichtigste. Wenn Leute da sind, wenn schönes Wetter ist, wenn Schnee ist, gibt es für uns ja sowieso nichts Schöneres, als am Skilift zu sein. Aber die erste Probefahrt für dieses Jahr findet ohne Schnee statt. In Vorfreude auf die nächste Skisaison. Der Lift ist bereit.